Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, nach dem 4-3 auch in Dresden haben wir uns alle noch mal besser gefühlt. Also es gibt immer noch mal ein bisschen mehr Schwung und das waren auch nur 2-3 Tage bis zum nächsten Spiel. Und das hat uns alle noch mal richtig Mut gegeben. Und ich denke, man hat den Spielern angemerkt, dass da 18 Mann auf dem Platz standen gefühlt. Und wir haben ein tolles Spiel gemacht, wir haben alles rausgehauen. Die Atmosphäre war überragend, es hat richtig viel Spaß gemacht und dass es dann so gelaufen ist, perfekt. Ja, auf jeden Fall. Selbstvertrauen ist im Fußball sehr, sehr wichtig, vor allem der Kopf. Und wenn der Kopf frisch ist und gut drauf ist, dann spielt man auch so, wie wir es gegen HSV gespielt haben. Natürlich ist das Spiel auch zu unseren Gunsten gelaufen, aber man muss trotzdem gewinnen und die Tore schießen und hinten gut verteidigen. Das haben wir alle 18 gut gemacht. Und das hat alles gut gepasst, aber es ist schon wieder Vergangenheit. Ja, es ist super. Also es ist gut, wenn man im Training immer Vollgas geben muss, wenn man weiß, da ist noch jemand, der will auch spielen. Also ich befürworte es. Und ich finde es richtig gut. Andi ist ein super Junge, er macht es auch gut. Ich hätte niemals Bedenken, wenn er spielt und er ist auch nah dran. Und wir verstehen uns echt gut. Konkurrenzkampf, immer top im Verein. Ja, da ich ja selber auch von klein auf mit der PlayStation ein bisschen groß geworden bin, meine Brüder spielen, FIFA spiele ich auch gerne, weil ich da selbst auch vorhanden bin, ist ja klar. Es macht einfach Spaß, ich spiele auch online, man stellt sich sein eigenes Team zusammen. Man sollte nicht zu viel Zeit darin investieren, aber es macht riesen Spaß und ich denke, es ist allemal wert, einen Blick da reinzuwerfen, was diese Jungs da leisten. Es ist auch nicht ohne. Ja, ich find's gut. Also natürlich, heutzutage ist überall mehr Media und FIFA ist ja auch so eine Art Medienfußball. Und da können auch Personen spielen, die vielleicht den aktiven Fußball nicht spielen können und können sich damit identifizieren mit ihren Stars. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Überleitung in den richtigen Fußball und das gehört auf jeden Fall zusammen. Ja, wir haben ja gesehen in den letzten paar Jahren, wo der Jan auch in der zweiten Liga ist, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Es wird Stress pur, die werden uns in über 90 Minuten ärgern, werden uns stressen, werden uns attackieren. Wir müssen halt die richtige Balance finden zwischen Spielen und auch mal den Ball langschlagen, weil über 90 Minuten kannst du nicht kontrolliert rausspielen gegen den Jan. Es ist eine gute Truppe, das hast du gesehen wieder jetzt dieses Jahr, aber sie sind schlagbar und wir wollen dorthin fahren, um zu gewinnen. Also, was würdest du machen, wenn du kein Fußballspieler wärst? Ich studiere nebenbei Sport- und Managementbereich. Ich versuche natürlich auch gerne im Sport zu bleiben. Der Sport war schon immer ein großer Teil von mir. Vielleicht auch als Manager irgendwann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall als vielleicht Co-Trainer anfangen oder Trainer. Was ich jetzt in der Zeit gemacht hätte, wäre bestimmt auch studiert. Meine Familie ist im Immobiliengeschäft und ja, wahrscheinlich wäre ich dann auch vielleicht ins Immobiliengeschäft oder hätte eine Ausbildung gemacht. Das steht leider in den Sternen, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Was machst du auf den Busfahrten zum Auswärtsspiel? Also mein Sitznachbar ist Manuel Prietl und wir haben uns, wie schon gerade gesagt, so einen FIFA-Koffer geholt und wir spielen ab und zu gegeneinander FIFA. Unterhalten tut man sich immer, Filme schauen, Musik hören, ein bisschen ablenken, um die Busfahrt halt auch schnell hinter sich zu bringen, weil wenn man lange fährt, dann wird es auch irgendwann langweilig.